Hallo, willkommen bei einem neuen Video. Heute sind wir wieder mal auf einem Friedhof. Der ist auch nicht ganz so alt wie der letzte und wird auch regelmäßig noch benutzt. Deswegen müssen wir hier auch ein bisschen aufpassen. Ich erinnere daran, es ist halt ein Friedhof. Und demnach soll man sich ja auch hier entsprechend benehmen. Was wir hier mit Sicherheit nicht finden, wie auf dem letzten, sind Graffitis. Habe ich auch kein Verlangen danach. Na, schauen wir mal. Da vorne. Da. Diese Richtung. Da sind die Soldatengräber. Das schauen wir uns jetzt mal an. So, die haben zwar hier alle unterschiedliche Geburtsdaten, aber eigentlich alle das gleiche Sterbedatum. Nennen sie 45. Also, was sagt uns das? Ja, genau, Zweiter Weltkrieg. Und hier ist noch viel mehr. Und das hier scheint auch der ältere Teil zu sein. Allerdings solche Zahlen wie auf dem letzten Friedhof. 1700 noch was suchen wir hier wohl vergebens. Hier sind Einzelgräber, ihr seht ja 17, damit ist 2017 gemeint und auch hier wieder ein paar Soldatengräber 1945, die schon ziemlich verblichen sind. Und hier steht ein Tulpenbaum, ein sehr schöner alter Baum. Hier steht auch eine Tafel mit Infos. Ihr seht, die Gräber werden auch noch gepflegt hier. Und das hier, ja, 1898, 1862, das dürften so die ältesten Gräber hier sein. Und auf der anderen Seite des Weges hier, da wurden auch schon einige weggemacht. Klar, wenn keiner mehr da ist, der dafür sorgt, oder das in Ordnung hält, kommt's weg. Also es gibt hier wahrscheinlich keine alten, verwitterten Gräber wie in Saarbrücken. Auch hier wieder ein sehr schöner Baum. Da ist gerade ein Eichhörnchen über die Straße gerast. Und auch hier, ihr seht es im Holzkreuz, das ist zwar ein altes Grab. 1883. Ja, 2023, das ist noch nicht so lange her. 1875. Also dieser Friedhof ist noch lange von einem Lost Place Stadium entfernt, würde ich sagen. Um den Saarbrücken kümmert sich ja auch ein Verein. Sonst müsste das auch schon anders aussehen. So, und jetzt sind wir wieder zurück an dem alten Grab von eben. Ich muss ein bisschen leise sprechen, denn hier sind natürlich auch Leute. So, und das war's auch jetzt. Jetzt gehen wir wieder raus. Der Friedhof ist nicht sehr groß und auch sind ja auch nicht sehr viel ältere oder alte Gräber. Das ist eins der schönsten. Dann bleibt mal schön bis zum nächsten Video. Natürlich dürft ihr zwischendurch auch abschalten oder was anderes gucken. Quatsch. Also bis zum nächsten Video. Bis dann. Tschüss.